Das ist also der Wissenschaftler, den wir einige Male auf den Fotos, welche Hydra-Gel mit sich trägt, gesehen haben. Sein Name ist Simon und dies ist Vegimac, sein Partner. Du kannst mich alles fragen, Mr. Waltz. Als ich anfing im PCL zu arbeiten, war Professor Waltz noch der Leiter des Instituts. Mit der Zeit hat er mich immer öfter gebeten, ihm bei seiner Forschung behilflich zu sein. Am Unfall bin ich auch mitschuldig, aber er übernahm die gesamte Verantwortung und verließ das PCL. Verstehe. Ich hatte vor, zusammen mit ihm zu kündigen, aber er bestand darauf, dass ich bleibe. Falls es Sie beruhigt, Mr. Waltz geht es gut. Er hat inzwischen einen Ort gefunden, wo er in Ruhe und Frieden leben kann. Wirklich? Das freut mich zu hören. Ich war die ganze Zeit sehr besorgt um ihn. Mewtwo Cellen. Er besteht zum Teil aus Zellen von Mewtwo, nicht wahr? Laut Mr. Waltz gab es eine Verwechslung bei der Herstellung des Werkstoffs. Ursprünglich sollten wohl Zellen von Mew verwendet werden. Exakt, Mew ist ein sehr seltenes Pokémon. Professor Waltz musste lange suchen, bis er einen Verkäufer der Zellen gefunden hatte. Aber er wurde reingelegt, ihm wurden die falschen Zellen untergejubelt. In diesem Gewerbe gibt es leider viele Gauner. Das ist völlig unverantwortlich. Ja, das kannst du laut sagen. Ohne das fahrlässige Verhalten dieses Verkäufers wäre R nie entstanden. Die gefährliche Wirkung von R ist wohl auf Mewtwo's Berserk-Gen zurückzuführen. Das war zumindest Mr. Waltz Theorie, das Berserk-Gen. Was hat es mit diesem Berserk-Gen auf sich? Um das zu erklären, sollte ich vielleicht erst einmal ein paar Worte zu Mewtwo loswerden. Mewtwo entstand angeblich durch eine Neuanordnung von Mews Genen. Seine Gene wurden neu angeordnet, wieso das denn? Um seine Fähigkeiten im Kampf zu erhöhen. Offenbar ging es bei dem Experiment darum, ein möglichst starkes Pokémon zu erschaffen. Wie grausam. Da bin ich ganz deiner Meinung. Mewtwo's Berserk-Gen ist also die neu angeordnete Genstruktur von Mew. Richtig. Und dieses Berserk-Gen verleiht R seine fürchterliche Wirkung. Und was ist mit Harry? Haben Sie den Mann auf diesem Foto schon mal gesehen? Er ist mein Vater. Soweit ich weiß, ist er vor etwa zwei Monaten heimlich in dieses Gebäude eingedrungen. Nein, tut mir leid, sein Gesicht kommt mir nicht bekannt vor. Aber vor 2 Monaten hat ein Dieb eine Probe von R aus dem Chemikaliendepot gestohlen. Der Fabrikleiter ist ausgerastet vor Wut. Das muss mein Vater gewesen sein. Die Leute hier haben alle Ecken und Winkel nach dem Dieb abgesucht. Danach wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Fabrik drastisch verschärft. Alles klar, danke Simon für all die Informationen, die du uns gegeben hast. Was ist los, Pikachu? Kein Wunder, dass Keys hinter Harry her war. Simon hatte interessante Infos für uns, aber ein Punkt beschäftigt mich besonders. Der Hauptbestandteil von R. Mr. Waltz hatte auch schon gesagt, dass R eigentlich ein Universalheilmittel sein sollte. Das nennt man wohl Ironie des Schicksals. Ja, leider. Das ist ein fürchterlicher Missbrauch von Mewtwo's Zellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mewtwo selbst damit einverstanden ist. Da stimme ich dir zu, Mewtwo. Wenn ich diesen Namen höre, werde ich irgendwie ganz unruhig. Ich frage mich bloß, warum. Das passiert dir nicht zum ersten Mal, seit wir hier sind. Hoffentlich kannst du dich bald wieder an alles erinnern. Das Chemikaliendepot. Genau das Chemikaliendepot. Von dort hatte Harry R mitgehen lassen. Das Foto, auf dem die Ampullen mit R zu sehen sind, entstand vielleicht dort. Du weißt schon, das Foto, auf dem auch du zu sehen bist. Ja, ich muss wohl wirklich schon mal hier gewesen sein. Irgendwie kommt mir diese Fabrik auch etwas vertraut vor. Ich bin schon ziemlich gespannt, was im weiteren Spielverlauf passieren wird, Leute. Vielleicht kannst du dich an mehr erinnern, wenn wir uns im Chemikaliendepot umsehen. Ich kann für nichts garantieren, aber vielleicht finden wir dort ja einen Hinweis auf Harry. Wir sollten Simon fragen, wie wir ihn in dieses Depot gelangen. Wie wir in dieses Depot gelangen, genau. Danke für deine Hilfe vorhin, ohne dich wären wir jetzt nicht hier. Mark, Simon. Was, solange es Simon schafft, von hier zu entkommen, ist dir egal, was mit dir passiert? Was für ein selbstloses Pokémon. Mach dir keine Sorgen, Vegimac. Wir werden euch beide retten. Yo, Simon, eine Frage hätte ich noch. Wissen Sie, wo das Chemikaliendepot ist? Ich würde mich dort gerne etwas umschauen. Das Depot liegt direkt über uns. Dort müsstest du auch Dokumente über R finden. Falls der Raum abgeschlossen ist, kannst du ihn mit diesem Schlüssel öffnen. Vielen Dank, aber sind Sie sich sicher, dass Sie mir helfen wollen? Was, wenn das irgendwie rauskommt? Mach dir mal keine Sorgen. Die können mir nichts anhaben. Würde mir etwas zustoßen, hätten sie niemanden mehr, der R herstellen kann. Pass lieber auf, dass sich niemand erwischt. Wird gemacht. Ach, eine Sache noch. Das Depot wird regelmäßig geleert, wenn genug R für eine Lieferung hergestellt wurde. Wenn du Pech hast, ist der Raum im Moment völlig leer. Okay, das werden wir gleich herausfinden.
Der Fabrikleiter sagte vorhin, die letzte Lieferung stünde kurz bevor. Wissen Sie, wohin der Werkstoff geliefert wird? Wirkstoff, nicht Werkstoff? Leider nein, aber ich habe eine Idee, wie wir das herausfinden können. Ich brauche nur etwas Zeit, um ein paar Vorbereitungen zu treffen. Schlüssel. Alles klar. Nein, 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 nein. Das Gespräch hatten wir schon. So, bevor wir hier diesen Raum verlassen, checken wir noch einmal die Gegend ab. Genau, da steht ein Bett. Das Bettzeug könnte mal wieder gewaschen werden. Aber so weit ist Vegemark in seinem Arbeitsplan wohl noch nicht fortgeschritten. Boah, das erinnert mich an die Behälter aus Wallace Labor im PCL. Wallace, diesen Namen lese ich manchmal in wissenschaftlichen Magazinen. Ein äußerst talentierter Wissenschaftler. Was haben wir hier? Was da wohl drin ist? Meinst du, das ist die Maschine, die angeblich durch den Hafen getragen wurde? Ich glaube nicht, das sieht mir viel mehr nach einem Tank als nach einer Maschine aus. Und was haben wir hier? Ein Mikroskop. Lass mal sehen. Aha, so sehen Mewtwo's Zellen also aus. Krass. In diesen Dosen befinden sich laut den Etiketten gesunde Nahrungsmittel. Wir sollten was davon vom Weberag mitnehmen. Ah, gute Idee, Pikachu. Entschuldigen Sie, Simon, dürfte ich vielleicht eine dieser Dosen haben? Kein Problem, aber ich wage zu bezweifeln, dass es dir schmecken wird. Okay, ich glaube, das war's hier. Am besten gehen wir jetzt sofort zu Weberag. Und es bekommt jetzt einen Snack als Dankeschön. Und weil wir es dem Weberag auch versprochen haben. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Wie du siehst, halte ich meine Versprechen. Ahak, Weberag. Bäh, wie das stinkt. Allein vom Geruch wird mir schon schlecht. Könntest du das bitte erst später aufmachen und uns erstmal hochziehen? Ins Obergeschoss bringen lassen. Dankeschön, Weberag. Ja, bring uns bitte ins Obergeschoss. Okay, da sind wir wieder. Okay. So. Irgendwo müsste jetzt hier ein weiterer Raum sein und dort sollen Dokumente sein über den Werkstoff R. Komm schon, Pikachu, du hast mich gerade voll irritiert. Was hängst du da auf fest? Komm. Komm. Ich glaube, ich sollte ein bisschen langsamer gehen. Das Depot liegt direkt über Simons Labor. Genau das hat er auch eben gerade gesagt gehabt. Es müsste also hinter diesen Kisten sein. Aber wie kommen wir da durch? Wir haben leider keine andere Wahl, als uns selbst einen Weg zu bahnen. Du musst die Stapel so verschieben, dass sich ein Weg zur Tür ergibt. Okay, alles klar. Also da oben... Naja, was heißt oben? Wenn ihr... Schaut mal, da wo Tim steht. Wenn ihr jetzt einfach nur geradeaus guckt, über die beiden Holzkisten da, dann ist da eine Tür. Da müssen wir hin. Und jetzt müssen wir die Kisten so verschieben, dass das auch klappt. Diese hier... Diese oder diese? Ich glaube, wir fangen an mit dieser Kiste. Wenn ich jetzt diesen verschiebe, diesen hier, wenn ich den hier verschiebe, dann komme ich da nicht mehr durch, auch wenn ich den verschiebe. Dann würde ich mal sagen, ich verschiebe erstmal den hier. Den, ist das den? Was mache ich jetzt mit den? Ich kann ihn auf die linke Seite verschieben. Ich kann ihn auch auf die rechte Seite verschieben. Aber ich verschiebe ihn mal auf die linke Seite. So. Diese Kiste wiederum. Komm, die verschiebe ich auch nochmal dahin. Wenn ich jetzt diese Kiste einmal hoch verschiebe, kann ich sie nicht mehr bewegen. Wenn ich diese Kiste aber hochschiebe, kann ich sie bewegen, wenn ich diese Kiste wegkriege. Dann würde ich mal sagen, diese Kiste schiebe ich auch nochmal nach vorne. Diese schiebe ich hier hin. Jo, Tim, also schwach bist du auf jeden Fall nicht, Junge. Kann ich ihn von... Ja, ich kann ihn schieben. Ja, super. Super, super, geschafft. Geschafft, gut gemacht, Tim. Los, lass uns sofort das Depot untersuchen. Oder durchsuchen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Oh, wir sind ganz alleine hier in diesem Raum. Jo, was ist los, Pikachu? This room is familiar. I'm getting really close to remembering something. Was ist los, Pikachu? Woran erinnerst du dich? Oder woran versuchst du dich zu erinnern?
Oder was für Gedanken hast du denn die ganze Zeit? Pikachu, da! Hinter der Box liegen noch irgendwelche Dokumente. Was? Mal sehen. Forschungsergebnisse und Zukunftsperspektiven. Sieht aus wie ein Forschungsbericht zu R. Gut aufgepasst, Tim. Hier steht, dass Carlos der Verfasser sei. Er muss das noch vor unserem Besuch im PCL geschrieben haben. Mal sehen. Die Eigenschaften von R. Die Eigenschaften von R unterscheiden sich je nachdem, ob es in flüssigem oder in gasförmigem Zustand vorliegt. Um eine möglichst hohe Effizienz zu erzielen, sollte stets die für die jeweilige Situation passende Form ausgewählt werden. Beide Formen sind nahezu geruchlos und können nur von Pokémon mit einem stark ausgeprägten Geruchssinn wahrgenommen werden. Die Eigenschaften des gasförmigen R. Der Ballon, der beim Vorfall im Feinpark verwendet wurde, ist ein Musterbeispiel für die Verwendung des gasförmigen R. Indem der Ballon zum Platzen gebracht wurde, hat sich R verbreitet. Dabei lag der Wirkungsbereich bei einem Radius von etwa einem Meter, was in diesem Fall ausreichte. Das erklärt auch, warum Glurak auf einmal seinen Wutausbruch bekommen hat. Die Eigenschaften des flüssigen R. Vom flüssigen R lässt sich am besten Gebrauch machen, wenn es in Lebensmittel injiziert wird. Durch das Vermischen der roten und grünen Flüssigkeit erzielt R eine enorme Wirkung. Die einfachste Möglichkeit, diesen Effekt zu nutzen und eine starke Reaktion im betroffenen Pokémon hervorzurufen, besteht darin, die zwei Flüssigkeiten getrennt in ein Lebensmittel zu injizieren, sodass sie sich erst nach dem Verzehr vermischen. Nächste Seite. Die Kapselform. Im Folgenden möchte ich potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten aufführen. Derzeit wird R zum Transport in Ampullen abgefüllt, welche empfindlich sind und eine effektive Vermischung der Flüssigkeiten verhindern. Um diese Mängel auszubessern, habe ich mit der Prototypenherstellung von R in Kapselform begonnen. Die robusten Kapseln sollen es ermöglichen, dass R noch sicherer verwahrt und transportiert werden kann. Außerdem plane ich, den Kapseln einen Mechanismus hinzuzufügen, durch den die beiden Flüssigkeiten zu einem beliebigen Zeitpunkt vermischt werden können. Mit anderen Worten, durch die Kapseln wird es möglich, R jederzeit und überall automatisch freizusetzen. Perfektionierung von R. Es sollten weiterhin Versuchsdaten zur Verbesserung von R gesammelt werden. Die zwei größten Probleme, die es derzeit zu bewältigen gilt, sind die zeitlich begrenzte Wirkung und der bedauerliche Umstand, dass die betroffenen Pokémon sich auch den Befehlen des Anwenders widersetzen. Dementsprechend wird sich meine zukünftige Forschung darauf konzentrieren, die Wirkungsdauer von R zu verlängern sowie die Kommunikation zwischen Pokémon und Anwender des Wirkstoffs zu ermöglichen. Vorige Seite. Okay, wir haben jetzt hier echt genug gelesen, wa? Was haben wir hier? So, jetzt checken wir nochmal den Tisch ab, da gibt es auch irgendwas. Tim, schau dir das an. Was denn? Exportplan für Wirkstoff R? Pikachu, das ist... Ja, offenbar hat Kies vor R zu exportieren. Nicht auszumalen, was passieren würde, wenn R auf der ganzen Welt freigesetzt wird. Erstmal sollten wir herausfinden, was genau Kies geplant hat. Die Herstellung von R. Äußerst problematisch ist die Tatsache, dass R nur mit Hilfe der Maschine im unterirdischen Labor des PCL hergestellt werden kann. Wir müssen zügig ein Grundstück für eine dauerhafte Produktionsstätte erwerben und ein stabiles Herstellungssystem entwickeln. Gestern haben wir die Kaufverhandlungen für das neue Produktionsgelände abgeschlossen. Die Lagerhalle am Rime Harbor ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Produktionsstätte. Vertriebswege. Als erstes müssen wir wohlhabende Kunden auftreiben, die vertrauenswürdig sind. Derzeit versuche ich über verschiedene Verbindungen in der Unterwelt ein Netzwerk aus wohlhabenden Kunden aufzubauen. Sobald es mir gelungen ist, dieses Netzwerk zu festigen, können wir meine Beziehungen nutzen, um unsere Käuferschicht zu erweitern und so die Verkäufe anzukurbeln. Massenproduktion. Carlos sollte mit seiner Analyse von R bald fertig sein. Die Lagerhalle am Rime Harbor wird vorübergehend als Standort genutzt, aber es ist geplant, die Produktionsmaschinen von R irgendwann ins Ausland zu verlagern und dort eine Produktionsstätte einzurichten, die groß genug ist, um mit R in Massenproduktion zu gehen. Alles klar. Das sind hochbrisante Informationen. Dieser Kies ist wirklich Abschaum. Er hat vor, R noch gefährlicher zu machen. Aber jetzt wissen wir zumindest, was er im Schilde führt. That Keith. He's making preparations to export R. Alles klar, wir haben Dokumente über R gefunden. Dies darf auf keinen Fall mit seinem Plan durchkommen. Wir müssen sofort Mr. Baker und Kommissar Holiday Bescheid geben, aber zu dumm, dass wir nichts gefunden haben, was uns auf die Spur von Dad bringt. Stimmt was nicht, Pikachu? Du willst wissen, was in dieser Kiste ist? Ja, aber frag mich nicht warum. Seltsam, erinnerst du dich unterbewusst vielleicht daran, wie du mit Dad hier warst? Keine Ahnung, aber hol doch bitte mal den Inhalt der Kiste raus.
So what do you think this is? I could swear that I've seen this thing before. Well, let's open it and see what's inside. Shouldn't we make sure it's safe before we... Pikachu! This is why I didn't want you to open it yet! Pikachu! 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 Oh yeah, I guess that wasn't a dream at all. Pikachu. Oh, Tim, hi! Are you alright? I knew you shouldn't have opened that up. Yeah, but it made me remember something. It would seem I made quite the commitment. Wovon redest du? Wem hast du was versprochen? Okay, ich verrate es dir aber, dass du mir nicht aus den Latschen kippst. Ich habe Mewtwo ein Versprechen gegeben. Mewtwo, das Pokémon, mit dessen Zellen der Werkstoff R hergestellt wird? Genau. Und was um alles in der Welt hast du Mewtwo versprochen? Ich habe ihm versprochen, dass ich das Berserk-Gen sicherstellen werde. Und dass ich denjenigen, der für diesen Schlamassel verantwortlich ist, einbochte. Ich habe Mewtwo im Traum angefleht, Harry zu retten. Vermutlich willigte es dazu ein, aber als Gegenleistung dafür musste ich dieses Versprechen ablegen. Aber warum würde es eine so wichtige Sache einem einfachen Pikachu anvertrauen? Was soll das denn bitte heißen? Ich bin ein Meisterdetektiv. Ist das nicht Grund genug? An Details kann ich mich leider nicht erinnern, aber Mewtwo vertraut mir ganz offensichtlich. Ich habe meine Zweifel, ob das der Grund war, weshalb es ausgerechnet dich ausgewählt hat. Okay, ich würde mal sagen, wir hauen jetzt sofort hier ab. Alles klar, gehen wir. Jetzt ist die Frage, wie wir hier aus dieser Lagerhalle komplett rauskommen, ohne aufzufallen. So far, so good. Yeah. Tim, close the door now. What? Just close the door. Hurry! Hold it, pal. Hey now, who are you? Uh-oh, not good. Open this door! What should we do? He's gonna get us, Pikachu. Seems we're trapped, like a rattata in a cage. I know you're in there. Open up! Are you ready? Alles klar. Leute, Action Time. Ja, super. Rechtzeitig auf den A-Knopf gedrückt. So. Abhauen. Flucht, Leute, Flucht. Beeilt euch. Du hast keine Chance, Kollege. Schnell, 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 schnell. Okay, super. Ah, Jungs, was macht ihr? Okay. So, ob er jetzt hinfällt? Ja, super. Ja, gut gemacht, Hydragil. Wir kehrten ins Erdgeschoss zurück, um Simon zu retten. Dort unterbreitete er uns einen unerwarteten Vorschlag. Oh, perfekt. Da ist ein Container right hier. It's just big enough for the two of you. Go on, get in. Really? What's it for anyway? The product being shipped today. Guys from the organization will take it, so that should get you right to their headquarters. I don't know. It's our only clue. We've got to take this chance. All right then. Please take this to Mr. Baker. Your notes on their plans. Great idea, Tim. Counting on you, Excelgor. Sal, gone! Here they come. Hurry. All right. Come on, Pikachu. But what about you? I'll be fine.
Don't worry. Be super careful. Good luck to you both. Möchtest du das Spiel fortsetzen? Ja, auf jeden Fall. Und so fängt Kapitel 8 an, auf der Suche nach R. Das vorletzte Kapitel, Leute. Wir harten lange Zeit leise atmend in der Dunkelheit aus, um herauszufinden, wohin R geliefert werden sollte. Hey, don't we need that container too? No, it doesn't have the mark. Just food. That should be it then. Yep, we better get moving. Chief Norman is not a very patient guy. That's for sure. You got it? Yeah, I got it. I think they're gone. Here, let me help you. Hey, stop treating me like a Pokemon. Freedom at last. Is this some kind of storage space? It looks like a factory. I agree. But they mentioned Keith's name. Think it's their base? I'm not sure if it's their base, but we know the containers with R in them were taken to him. Now what? We look for R, and then I'll bet you we find Keith. Sounds good to me. Let's get going. Finde heraus, wohin er gebracht wurde. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, da das Spiel automatisch abgespeichert hat, machen wir einen Cut und in der nächsten Folge werden wir versuchen herauszufinden, wohin er gebracht wurde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao!